Kann ich das Ding hier ablegen? Sehr gerne, ja. Die Farben werden zunächst auf der Leinwand sehr wässrig aufgetragen. Das Wasser, ja? Das ist Wasser mit Acrylbinder. Also stark verdünnter Acrylbinder mit Wasser. Und das hier ist Farbe, Acrylfarbe, die ebenfalls sehr stark verdünnt ist. Das Ganze passiert also ohne Pinsel. Nur durch die Schwerkraft, oder? Die Leinwand wird dann leicht hin und her bewegt als nächstes. Und die Farben beginnen dann ineinander zu verfließen. Das Ganze ist mehr oder weniger zufallsbedingt. Also bei diesem ersten Arbeitsschritt habe ich jetzt relativ wenig Kontrolle über das, was hier passiert. Ja. Aber man merkt, dass sich langsam durch dieses Ineinanderfließen eine ungefähre Richtung entwickelt, in die man dann später weiterarbeiten kann. Mhm. Wenn die Farbe dann trocken ist, dann kann man von diesem Kern, der sich jetzt hier bildet, ausgehend dann Kompositionen ausarbeiten, indem man jetzt vielleicht bestimmte Partien verstärkt oder andere abschwächt. Manche Teile werden auch wieder ganz verschwinden. Das ist also ein ganz ergebnisoffener Prozess, bei dem ich am Anfang auch nicht weiß, wie ein Gemälde am Schluss ausschaut. Also ich habe keine Skizzen, ich mache keine Skizzenarbeit, ich habe auch keine hundertprozentig feste Vorstellung, wie ein Gemälde am Schluss sein soll. Das entsteht also alles mit der Zeit und aus dem Arbeitsprozess heraus. Wie lange dauert das ungefähr? Bis es fertig ist, so richtig? Bis es fertig ist, so richtig, das können schon mal 1,5, 2 Monate sein. Mhm. Bei großen Formaten. Bei kleineren geht es ein bisschen schneller, da trocknet die Farbe auch schneller auf. Mhm. Und das machen Sie auch? Machst du? Machst du auch? Auch mit diesen großen. Mit den großen, also auch den dann die. Genau. Quasi anwinkeln und so weiter. Genau, man sieht also da unten drunter, sind Keile auch unterlegt, die Leinwand dann auch oft ein bisschen in eine Position bringen, damit die Farbe dann auch dort bleibt, wo sie irgendwann mal war und nicht auf dem Boden landet. Mhm. Ja, das ist im Prinzip, wie ich arbeite. Wenn die Farbe jetzt trocken ist, dann wiederholt sich dieser Vorgang immer wieder. Es ist also eine Form der Lasurtechnik, streng genommen. Mhm. Und deswegen ist auch der Acrylbinder sehr wichtig, denn wenn ich keinen benutzen würde, dann würde ich beim nächsten Arbeitsschritt das, was ich hier drauf habe, komplett wieder runterwaschen. Mhm. Also die Farbe, die muss natürlich sich mit der Leinwand dann verbinden. Das heißt, sind dann so Schichten halt? Das sind Schichten, die da entstehen. Genau. Und da wird dann aber nichts geschliffen oder so? Oder irgendwie einfach? Also es wird nichts retuschiert. Das ist ein sehr langsames Arbeiten, weil man muss natürlich immer warten, bis die Farbe trocken ist. Das kann schon mal 1, 2 Tage dauern, bevor es dann wieder weitergeht. Deswegen arbeite ich auch an mehreren Gemälden immer parallel gleichzeitig. Also je nachdem, wie viel Platz eben da ist. Und was sind die Kriterien, nach denen dann, wie soll man sagen, die einzelnen Arbeitsschritte folgen? Also nach dem Motto, das muss noch ein bisschen nach rechts, oder da muss noch was passieren, oder? Wie man das ausarbeitet, oder? Ja, ja. Also gibt es da irgendwie so einen Fahrplan, oder? Also das ist ja jetzt Zufall. Das ist zunächst mal Zufall, aber im Verlauf der Arbeitsschritte dann kristallisiert sich schon eine Richtung raus und im Verlauf der Zeit hat man auch schon ein gewisses Gespür entwickelt, in welche Richtung das gehen könnte. Mhm. Das ist dann auch viel mit Bauchgefühl. Mhm. Bis man dann merkt, eine Komposition ist dann so weit, dass man eigentlich nichts mehr wegnehmen oder hinzufügen kann, um die Wirkung irgendwie zu steigern. Mhm. Das ist dann auch eine Frage der Erfahrung. Und welche Wirkung soll es haben? Also ich selber habe keine, also ich gebe meinen Arbeiten keine Titel, weil ich eigentlich nicht will, dass ein Betrachter schon in eine gewisse Richtung gedrängt wird, was die Interpretation betrifft.
Deshalb frei bleiben. Deshalb frei bleiben. Also es gibt manche Leute, die sehen Landschaften rein, es gibt welche, die sehen Steinstrukturen oder kosmische Nebel, gibt es also unterschiedliche. Ist ja sehr wolkig, ne? Durch ja, die. Genau. Gibt es also unterschiedliche Assoziationen. Also mir, ich hatte ja vorher mal ein bisschen im Internet geschaut. Also ich finde, das hat eine sehr große Kraft irgendwie. Also so eine irgendwie, das ist so eine magische Kraft oder sowas, was zu spüren ist, finde ich. Also jedenfalls bei mir, sage ich jetzt mal. Das ist, hat eine ganz, ganz, ja. Geht Ihnen das auch so? Dir? Entschuldigung. Also es hat eine Räumlichkeit auf jeden Fall. Ja. Es hat eine gewisse Dynamik auch. Man kann den Weg der Farbe, finde ich, gut nachempfinden. Ja. Und Schwarz-Weiß ist eigentlich auch immer so das Extrem, wo in puncto Farbkontrast, Hell-Dunkel-Kontrast, wie man eigentlich gehen kann. Also insofern ist man hier dann schon irgendwo auch ein bisschen am Limit. Gibt es Vorbilder oder ist das? Ja, gibt es eindeutig. Also ein deutscher Maler, der für mich ein absoluter, den ich also sehr bewundere, ist der Karl Otto Goetz zum Beispiel, oder war, der ist ja verstorben vor kurzem. Wobei der zwar anders gearbeitet hat, aber der war also auch sehr auf diese pure und dennoch also dynamische Art, wie der gearbeitet hat, das beeindruckt mich schon sehr. Und wie bist du darauf gekommen? Ist das, das ist war immer, das irgendwann so eine. Im Verlauf der Jahre hat sich das so rauskristallisiert. Ja. Okay. Also ich habe am Anfang mit ganz normal einfach mit Pinsel und Palette gearbeitet und komme auch eigentlich ursprünglich von der gegenständlichen Malerei, die ist dann im Verlauf der Zeit dann ins Abstrakte. Hat sich das verschoben und das Abstrakte wiederum dann von einer zunächst sehr materialbetonten, reliefartigen Malweise dann zu einer immer feineren und lasierenderen Malweise. Das ist also ein das ist eine Entwicklung, die sich also über die letzten Jahre dann ergeben hat. Läuft das aber ja, irgendwie muss das mal korrigieren. Das läuft jetzt gerade nicht. Ja, das dauert eben. Da kann man schon lang zugucken. Man ist versucht, dass man immer ein bisschen drauf schaut. Da versinkt man sozusagen schon genau. Im Entstehungsprozess. Ja, genau. Also Zeit ist schon ein wichtiger Faktor hier. Das ist schon wieder ganz anders, ne, als vorhin. Mhm. Genau. Es konzentriert sich da, ne? Also die Schwarze. Ja, das ist genau. Also hier so eine Insel. Ja. Okay. An die Entstehung kann man dann später weiterarbeiten. Und retuschieren, was hieße das? Also wir von darüber gesprochen haben, nichts retuschiert, was wäre retuschiert? Also es ist so, dass zum Beispiel die Farbe an den Ecken nicht sonderlich stehen bleibt. Ja. Und da ist dann manchmal die Frage, ob man dann vielleicht mit einem Pinsel noch mit drüber geht. Also pinselfrei. Ja, mehr oder weniger, ja. Da ist doch kein Pinsel jetzt dabei. Ja. Das ist gar nicht notwendig. Also das ist jetzt nicht, dass ich eine Aversion gegen Pinsel hätte, aber es ist für die Technik ist einfach nicht. Ja. Nicht wirklich. Hat die Namen die Technik? Nee. Also es firmiert eigentlich unter dem Begriff Lasurtechnik. Ja. Okay. Wobei das eine sehr extreme Form ist natürlich. Aber da würde ich so würde ich es mal einordnen. Ja. Hier geht, das ist keine La Polar, also die einfach nur so aus ästhetischen Motiven genau entsteht, sondern Gedanke dahinter ist eigentlich, dass ich mich seit etlichen Jahren schon recht interessiere für das Phänomen von Ordnung und Zufall. Ja. Wie Ordnung und Zufall ineinandergreifen, wie eins das andere beeinflusst und wie zum Beispiel aus einer Anfangssituation, die relativ eng gefasst ist und auch immer gleich ist, gleiche Formate, gleiches Material, immer wieder ganz andere Ergebnisse entstehen. Also das ist ja nie gleich, kein Gemälde kann je wie das andere sein.
Weil Was ist dann Ordnung? also die Ordnung ist in dem Fall die gleichbleibenden Ausgangsbedingungen, dass man sich eben beschränkt auf ganz wenige Malmittel, Farbe, Wasser und Acrylbinder, Leinwand als Bildträger, sehr oft das quadratische Format. Auch wenn man dann mehrere Parallelen nebeneinander hat. Sehr, sehr streng, ne, eigentlich dann. Das ist ein quadratisch ein lichtungsoffenes Format, also das kommt mir eigentlich bei der Arbeit dann auch entgegen. Das wäre also die Ordnung. Das wäre die Ordnung. Genau, und der Zufall ist natürlich das, was jetzt hier passiert. Okay. Da hat man ja eigentlich gar keine richtige Macht drüber dann, ne? Also außer dass man so ein bisschen. Der erste Arbeitsschritt ist wirklich ganz stark zufallsbedingt. Aber im Verlauf der Zeit entwickelt sich eben eine bestimmte Richtung und dann kann man schon ein bisschen gezielter auch reingehen und das ein bisschen gezielter auch in eine Richtung bringen. Ne? Aber das ist dann jetzt, sage ich mal, so eine Art subjektive Ordnung, auf die man dann hinsteuert. Dann, ja, genau. Das kann man gar nicht erklären dann, oder? Ja, also am Anfang ist es ja noch ganz frei, ja, ganz offen. Und je länger man daran arbeitet, desto eindeutiger wird das Ganze, ja. Dann ist es eine Forderung, ja. Also, gibt es auch mal den Fall, dass man sagt, das ist jetzt nicht gelungen? Ja, oder? Das gibt es ja. Das ist, kommt öfters vor, als man, hin, ja, es kommt öfters vor, als man sich wünscht. Das ist dann so. Irgendwie, da, was ist dann daran schlecht? Oder? Also man kann die Arbeitsschritte nicht beliebig oft wiederholen. Ja. Wenn die Farbe nämlich irgendwann sehr dick auf der Leinwand drauf ist, dann verfließt die nicht mehr gut. Das heißt, die Leinwand ist dann irgendwann zu. Und dann kommt man also nicht mehr weiter. In der Sackgasse. Das ist dann, ja, das ist dann beendet, die Arbeit dran. Und dann muss man sich eben entscheiden, ob man es wegmacht oder ob man es lässt. Ja. Also ob man es für fertig erklärt oder? Oder die lange aufspannt und eine neue aufspannt. Ja. Okay. Das ist ja recht spannend. Also Scheitern ist natürlich auch immer so eine Option, aber das muss man in Kauf nehmen, wenn man so arbeitet. Ja. Scheitern kann ja auch was Produktives sein, genau, fürs nächste Mal. Richtig, genau. Also das ist ja ein Lernprozess, genau. Okay. Also ich hätte immer Angst, dass da jetzt was drüber zuppt. Nach oben, ja. Ja, da muss man ein bisschen versperren. Ja. Aber das passiert manchmal auch, ne? Da ja, ja, sicher, dass das passiert manchmal, ja. Und schon, zum Beispiel jetzt, ja. Was ist jetzt der Daumen? Gewesen, ja, ne? Ja, ja, genau. An der Stelle? Genau. So. Steine, das heißt so Steinstrukturen, Granit oder was? Oder? Ja, also ich denke, die Aderungen ja, vielleicht, Marmor, ja genau, Einschlüsse oder Brüche, Verwerfungen, ja. Solche Geschichten. Granit ist ja, das steht ja der Bayerwald für eigentlich, ne? Ja, das ist voll. Granit ist ja auch so grau, oder? Es gibt es in ganz unterschiedlichen Färbungen, ja. Also in Herzenberg gibt es ja das Granitzentrum, ja. Das ist ein tolles Ausstellungszentrum. Also Granit ist natürlich bei uns eine ganz große Sache schon immer gewesen. Aber man kann sich auch was Gegenständliches vorstellen, ne? Also könnte man ein Gesicht mit Haaren sehen, ja, und da ist irgendwie so ein kräftiger Unterarm. Oder da ist auch ein Arm. Also wenn man jetzt hier, das steht so. Sisyphus oder was? Der Atlas. Okay. Ja, natürlich, also das ist ganz dem Betrachter überlassen. Also, da also es hat so was Erdiges und zugleich wolkig, ne? Also ich finde irre, das finde ich. Das Leichte ist auch, ja.
Ja, beides, ne? Also so eine Schwere und Leichtigkeit. Das ist eine ganz, ganz irre Kombination. Also jedenfalls, wenn man es hinten als subjektiv ist. Das ist einfach auch nicht wert. Das ist ja schon irre. Also das ist ein kinetisches Objekt, das ist eins von dreien, die komplett baugleich angefertigt sind. Das ist ein Holzsockel mit einem Kunststoffzylinder. Innen drin ist ein Motor verbaut mit einer Welle und an der Welle ist ein Magnet befestigt und der dreht sich im Inneren, der rotiert. Ja. Und diese Metalldrähte an der Außenseite von dem Zylinder werden durch dieses rotierende Magnetfeld dort in Bewegung versetzt. Aha. Also die sind alle für sich, die Stäbchen da? Die sind lose, kann man auch runternehmen. Okay, wie Mikado, ne? So wie, ja, ein bisschen wie Mikado, stimmt. Und das ist jetzt vom Formalen her und von der Wirkung zunächst mal sehr, sehr anders wie meine Gemälde. Aber die Grundintention und der Grundgedanke sind eigentlich recht verwandt. Weil auch hier geht es wieder um Ordnung und Zufall. Ja. Also ich habe hier eine ganz strenge Ausgangssituation. Also der Motor, der rotiert immer mit derselben Geschwindigkeit. Mhm. Und bei den anderen beiden Objekten ist das genauso. Das heißt, die Ausgangssituation ist also ident. Ja. Aber die, das Verhalten von diesen Metalldrähten, das ist natürlich immer zufallsbedingt anders. Das wiederholt sich eben nie. Mhm. Aber die fallen nie runter. Die fallen normalerweise nicht runter, wenn man zu viel draufpackt, dann tut sich der Magnet zunehmend schwer, aber normalerweise fallen die nicht runter. Das ist ja jetzt sehr filigran. Ne? Ja, genau. Es ist übrigens auch nicht verboten, dass man das auch mal runternimmt. Im Verlauf der Zeit... Kannst du mitmachen? Wenn man so will, ja. Im Verlauf der Zeit schwärzt sich dann auch an der Stelle der Zylinder. Ja. Das ist also was, das sich im Verlauf der Zeit dann ergibt, ja. Das ist dann die Abnutzung, oder? Was ist das? Abrieb? Das kommt von dem Metall, ja, genau. Das ist der Abrieb dann, ja. Das ist die Spur dann. Genau, genau. Die Spur im Universum. Ja. Ja, man denkt immer so im Voraus, ne? Also was wird wohl als nächstes passieren? Mhm. Und erwartet dann was ganz anderes. Wie leben, ne? Aber eigentlich doch nicht. Also wenn man dann den inneren Aufbau kennt, dann versteht man auch, wie es funktioniert. Und ich glaube, wenn man das jetzt nicht weiß, dann ist es am Anfang ein bisschen rätselhaft, wie das dann schlussendlich funktioniert. Man denkt, das ist ein Insekt, das genau, zum Überleben kämpft. Was, ja, also es ist zunächst ein eher subtiler Effekt, ja. Es gibt ja in der Mathematik zum Beispiel das Gebiet der Stochastik. Mhm. Es gibt in der Physik das Gebiet der Entropie, also den Begriff Entropie, die sich also mit Ordnung, Unordnung, Zufall, Chaos beschäftigen, genau. Und seit einem Jahr beschäftige ich mich ganz stark mit irrationalen Zahlen, und zwar speziell mit der Zahl Phi. Das ist also die Zahl, die den goldenen Schnitt definiert. Mhm. Die ist in der Kunst natürlich wichtig, also in der Antike und in der Renaissance, und die wird auch immer wieder aufgegriffen. Die ist allerdings auch in der Natur ganz wichtig, weil es ganz viele Naturphänomene gibt, wo dieses Teilungsverhältnis des goldenen Schnitts dann auftaucht in der einen oder anderen Form, und mehr oder weniger offensichtlich. Das ist also nichts, was nur quasi so eine mathematische, exotische Spielerei aus dem Elfenbeinturm ist, sondern es ist was, das in der Natur dann häufig auch passiert und was man da sehen kann. Und zu dieser Zahl 4 habe ich verschiedene Objekte dann auch jetzt angefertigt, die mittlerweile dann schon einen ganzen Webblock auch selber darstellen. Das hier ist aus Bleilettern, also die man eigentlich für den Buchdruck benutzt. Und dargestellt ist diese Zahl Phi allerdings nicht
als Zahl, sondern als Höhenrelief. Das mhm. heißt also, jede Ziffer dieser Zahl entspricht einer bestimmten Höhe, mhm. die dann im Ganzen dann diese reliefhafte dann, Struktur bilden. Die Zahl Phi, die ist ja irrational, das heißt, die ist hinter dem Komma und nicht nur unendlich lang, sondern die wiederholt sich nie periodisch. Das ist also komplett zufallsbedingt, mhm. was da passiert.